Aber es ist überhaupt kein Problem, Stammzellen zu verpflanzen oder einzubauen. Warum? Weil die noch mehr ein Hologramm sind als die Urzelle. Das, woraus sich alles entwickelt, und die sind auch noch nicht informationsmäßig geprägt. Ja? Also es ist praktisch, was dann passiert ist, ist ein Reset. Es geht ein wieder zurückgehen auf eine, mit einer biologischen, organischen Methode auf einen Urzustand. Aber was ist der Urzustand? Das ist ein Informationsurzustand, das sind Träger einer Information. Was die jetzt nicht wissen, dass wir das auch ohne Stammzellen machen können. Ja, weil die alle glauben an organische Materie, Träger, dass die notwendig sind. Hier, das war so ein Beispiel, wir übertragen Informationen und dadurch verändert sich was. Wir brauchen also nicht mal was reinschütten in das Glas. Das ist die neue und alte Wissenschaft von Informationsübertragung. Aber jetzt Stammzellen, das ist halt deren Version, um zu sehen, da funktioniert ja was ganz unglaublich. Ja? Passiert ja was, wenn man das zum Beispiel, gibt es ja jetzt viele Spas schon, wo man sowas einpflanzt, ja, mit Injektionen, ja, dann das ist natürlich super, super Geschäft wieder. Ja, weil so eine Stammzelleninjektion, das ist ja tough, sehr teuer. Ja. Jetzt, was hat es jetzt hier mit dem Wolfram zu tun? Wie gesagt, lassen wir mal alles weg, unser Gehirn, das linke Gehirn zumindest, lassen wir das mal ganz raus. Ja? Ganz rauslassen. Den Luxus leisten wir uns nachher, darüber nachzudenken. Jetzt machen wir einfach nur, was Sie auch machen würden, damit Sie erfolgreich sind. Sie würden einfach nur markierten Bildschirm öffnen. Dann gehen Sie da hier. Alle auswählen. Auswerten. Imbalance, corneal fibroblast. Das sind alles Konzepte von der Stammzellentherapie. Das ist also etwas, was da untersucht werden muss. Ja? Und dann das nächste, was auch noch hoch ist, ist eine Imbalance, eine Natural Killer Cell. Also wenn da zum Beispiel natürliche Killer-Cells drin sind, dann funktioniert das nicht richtig, wie diese Stammzellentransplantation. Also das sind Sachen, die die jetzt testen wollen in ihren Patienten. Wo sind da Faktoren, die eine Stammzellentransplantation nicht so erfolgreich machen zum Beispiel? Was wollen sie wirklich tatsächlich Informationen rüberbringen, dass das noch besser wird. Ja? Das sind jetzt so zwei Sachen, die kommen jetzt hier hoch. Und wie würden wir jetzt damit umgehen? Was machen wir jetzt damit? Auswählen. Ja, wir tun einfach Bericht zusammenstellen, manuell zusammenstellen. Und da war jetzt die Frage, wie tun wir beide auswählen? Sie tun hier hinten. Was du mir jetzt gezeigt hast, war ein ganz anderes Panel. Ja, ja. Also das ist die normale Auswertepanel, die zwei ersten benutzen. Und tun wir nur mal hier erinnern, für später, wenn wir darüber nachdenken. Der erste Punkt ist Imbalance. Ja? Imbalance ist hier dreimal auf der ersten Seite. Ja? Und dann ist hier etwas, sind also solche Faktoren wie Killer Cell macht mir einen Sinn, ja, und Immunsystem. Ja. Und das ist so, was ich informationsmäßig mit anfange. Jetzt sehen wir mal später, wie sich das verbindet. Aber jetzt zur eigentlichen Therapie. Einfach auswählen diese zwei, Bericht öffnen und dann kommunizieren. Eine Minute.
Das habe ich gestern gesehen, wenn ich jetzt kommuniziere, dann kann ich nirgends anders rein. Also das ließ sich auch nicht klein machen, das Nein, ist das ist wichtig. wichtig, weil, warum? Weil das ist so prozessorintensiv, ja, dass alles andere blockiert ist. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Sie verstehen, dass es nicht wichtig ist, dass wir jetzt hier eine halbe Stunde oder eine Stunde machen. Eine Minute reicht vollkommen. Ja. Und wenn ich das jetzt so wie Sie, wie du gestern sagst, ich will jetzt morgen und ich will aber auch in einer Woche nochmal eine Minute, wo wäre jetzt da der Button gewesen? Dann gehen wir zur Autokommunikation, das zeige ich gleich nach dem okay. her. Also das ist jetzt nur eine Minute, der verbleibende Zeit noch 15 Sekunden hier. So. Und wir hätten jetzt auch zur neuautomatischen Kommunikation gehen können, ja. Und dann tut es per Default immer ein hier eine Woche auswählen, also von heute bis zum 18. Und dann kontinuierlich, und wenn ich es periodisch machen will, klicke ich hier und kann das dann entsprechend einstellen. Ja. Aber wenn Sie also das Gerät nicht ständig angeschaltet haben, sondern nur wie ich so jeden Tag ein paar Stunden, dann kann es sein, dass halt dieses, wenn Sie das dreimal täglich eingestellt haben, dann ist halt Ihr Gerät nicht an, dann passiert es halt nicht. Ne? Deswegen, für mich ist das einfachste kontinuierlich, das heißt, wenn ich das Core anschalte, dann werden die abgearbeitet, die Sie da haben. Ja, und ich habe zum Beispiel einen, der ist in Kalifornien, der macht genau das, was ihr da machen wollt oder tut, Fernbehandlung, aber in einem ganz großen Maßstab. Der hat also zwei Core-Systeme. Leute können bei ihm pro Monat eben auch sich da eintragen lassen, sodass er sie oder die ganze Familie behandelt, Fernkommunikation. Und er hat mir das letzte Mal gesagt, er hat schon 1300 Leute, von denen ihm jeder, also ich glaube seine Jahresprämie ist $600 für eine Familie, der es ihm überweist, solange die führen, dass sie ihnen hilft. Ja? Also, und das kann man hier, man kann so viele ansetzen, wie man will, wenn man halt mehr als 10 oder so hat, dann ist es wichtig, dass man einen zweiten Computer hat. Ja? Und dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir für einen ganz relativ geringen Preis ein zweites System haben, wo du dann einfach nur solche Dauertherapien. Aber dann musst du doch, wenn du eine Analyse machst und das machst du auf einem System, das aufs andere System übertragen, wenn du dann mit dem anderen sendest. Oder ja, aber wenn man das macht, dann kann ich auch ganz gleich einfach zeigen, wie man das machen kann. Das gibt aber dann mehr nicht so viele Leute. Ja. Also hier wird auf jeden Fall eine Woche vorgestellt, eingestellt, dann sag mal Autokommunikation starten und speichern und schließen. So, das ist alles, so einfach ist es, ja. Ich mache das jetzt so simpel. Warum? Weil ich sehe, dass die meisten Leute sich selbst zu sehr im Weg sind. Die haben zu viel produziert, zu viel Information, Müll, dass sie selber nur über den Müll fallen. Und was ist so ein Informationsmüll? Beeinflusst den Zufall damit zu sehr, oder? Man beeinflusst auch den Zufall selbst damit. Ja, der Zufall, der ist halt kein Zufall mehr. Ja. Der ist dann nur noch unser Müll. Wir erleben dann nicht mehr unseren Zufall. Das wäre das Beste, was uns passieren könnte, sondern wir fallen nur noch über unseren eigenen Informationsmüll. Ja? Und was ist so ein Informationsmüll? Naja, das, jeder ist da anders. Kommt dann darauf an, in welchem informationsmäßigen Infinite Loop, also in welcher Informationsschleife er gefangen ist. Zum Beispiel der eine, der denkt, ja, ich muss doch denen was liefern. Ja? Also zum Beispiel muss ich die doch mit denen doch mindestens jeden Tag eine halbe Stunde kommunizieren.